in den Park der Tapferen zurückgekehrt, um die Standarte des Königs zu klauen. Denn die haben anscheinend die Leute aus dem Park der Tapferen an sich genommen. Und die wollen wir natürlich haben. Aber bevor wir das tun können, muss ich mich hier erstmal dieser Fledermäuse entledigen. Und ich glaube, dafür nehme ich tatsächlich die blauen Bolzen. Denn da möchte ich die roten nicht für verschwenden. So, ich hoffe, ich treffe die auch vernünftig. Das war schon mal ein Volltreffer. Sehr gut. Das da oben wird ein bisschen schwieriger. Aber ich habe ja genug Pfeile. Ich kann einfach so ein bisschen rumspammen. Auch das geht sogar erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich die so gut treffe. Wunderbar. Treffe ich dich auch? Das ist ein bisschen ein Problem. Ah, da kann ich die treffen. Nein, kann ich nicht. Dann gehen wir mal eben hier rüber. Dann könnte ich sie eventuell anvisieren. Na komm her. Na komm. Put, put, put. Sehr gut. Ja. Da hinten ist noch eine, aber die kann ich nicht so gut treffen von hier aus. Außer ich warte. Ich warte einfach mal ein bisschen. Ich hoffe, sie kommt wieder hervor. Ja, ja, komm, 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 komm. Ich feuer. No. Oh, da ist sie ja schon wieder. Komm her. Verdammt. Hallo? Jetzt fliegt sie die ganze Zeit da rum. Ja, komm. Gleich treffe ich dich. Sehr schön. Ich habe zwar jetzt eigentlich fast alle meine Pfeile verbraucht, aber wen kümmert es? Die brauche ich sowieso nicht mehr. So, dann schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen, ohne zu sterben. Komme ich da wieder in die Schatzkammer? Ach, das ist ja noch eine Fledermaus. Da oben die Tür ist zu. Da sind nur jede Menge Fässer. Ich gehe erstmal rüber in die Schatzkammer und schaue mir dann die Arena des Parks der Tapferen, an. Ich höre etwas. Oh oh. Da ist ja die Standarte. Okay, ich gehe doch erstmal hoch zu dieser Metalltür. Ich komme vermutlich sowieso nicht in die Arena hinein. Aber da oben sind Fässer und ich möchte doch gerne gucken, was da drin... Was? Was? Wieso sind die alle wieder da? Och, das kann doch nicht euer Ernst sein. Zumindest machen sie kaum Schaden. Das ist schon mal schön, aber... ja, ja, komm. Toll. Den einzigen Schaden, den sie machen, ist, dass sie mich runterwerfen. Dadurch geht auch mein Schild kaputt. Meine Rüstung, die ich gerade schön habe reparieren lassen. Mistviecher. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch jetzt echt nicht euer Ernst sein, oder? Na komm her. Ich habe nämlich keine Bolzen mehr für euch. Wobei, von hier aus könnte ich die vielleicht sogar einfacher treffen. Ich benutze jetzt auch einfach mal die roten Bolzen. Das ist mir vollkommen egal. Ich hoffe, das lohnt sich wenigstens. Vermutlich nicht. Aber mal schauen. Ja, komm, fliegt jetzt mal da... Ja, genau. Wenn ich dann darüber ziehe, dann fliegt er nicht darüber. Ihr seid mir vielleicht schöne Fledermäuse. Ja, komm. Ah, knapp daneben. Verdammt. Das war doch eindeutig ein Treffer. Ich muss wahrscheinlich etwas näher ran. Hopp. Und hopp. So, jetzt schalten wir erstmal die da aus. Komm her, komm her. Ja, geht doch. So, wie mache ich das denn? Na, jetzt. Ah, das hat sogar geklappt. Wunderbar. Dann schauen wir mal, was da oben ist. Vielleicht kann ich ja sogar doch in die Arena hinein. Aber erstmal muss ich überhaupt diese Säulen überwinden. Oh, mein schöner Schild. Ja, jetzt ist auch egal. Gut, dann werde ich einfach in der Ära Taskans des Ersten nochmal zum Schmied gehen. Der wird mir die ausbessern. Für noch weniger als 50 Plastiks. Das wird schon in Ordnung sein. Außer ich muss noch mal ins Kloster. Da könnte ich mir das ja kostenlos reparieren lassen auf dem Reparaturfeld. Aber ich weiß nicht, ob ich da hin muss. Könnte natürlich sein, dass die Standarte haben. Ah. Ein lila Trank. Okay, es hat sich gelohnt, hier hochzukommen. Eindeutig. Auch wenn ich die Rüstung nochmal reparieren muss. Vielleicht ist ja hier noch einer drin. Ach, schade. Hätte ja sein können. Ja, da ist nichts. Okay, dann kann ich die nicht aufmachen. Dann können wir uns jetzt der Standarte widmen und unten diese Kugeln angucken. Da gab es irgendeine Bezeichnung für, oder? Es gibt doch auch diese Kugeln, die nebeneinander hängen. Wenn man die eine anstößt, setzt sich die Energie des Stoßes durch die Kugeln hin fort und die Kugel auf der anderen Seite schwingt dann auch. Wie nennt man die? Ich weiß es nicht, aber das sind ja solche Kugeln. Noch mehr Fässer. Potenzielle Tränke. Eine Nuss. Na, immerhin.
Laubpfeile kann ich nicht gebrauchen. Der Schalter da interessiert mich sehr. Was kann ich damit machen? Öffnet sich dann die Tür hier? Oder kommt dann irgendein böser Gegner? Oder wird die Standarte einfach heruntergelassen? Probieren wir es einfach mal aus, würde ich sagen. Das Podest geht nach oben. Okay. So, das muss ich jetzt genau abpassen. Jetzt. Sehr schön. Ja, los, nimm sie doch. Ich muss erst warten, bis das Ganze nach oben gefahren ist. Wunderbar. Du hast die Standarte von Tascan dem Dritten gefunden. Wundervoll. Jetzt muss ich hier nur noch lebend rauskommen. Ja, gut, in den Schatzraum kann ich anscheinend nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Deshalb gehen wir einfach mal wieder zurück. Und ich vermute mal, dass die Fledermäuse jetzt wieder alle da sind. Ist da oben noch das Abbild von... Ja, bloß das Armband ist nicht mehr so zu sehen. Egal. Ich will nicht schon wieder gegen diese blöden Fledermäuse kämpfen. Das ist doch... Ja, komm. Ja, stirb. Ja, komm. Komm her. So, und du von links. So. Und jetzt einfach runterfallen. Genau halb. Das ist eine super Idee. Zumindest macht uns das kaum Schaden, das Runterfallen, sehe ich. Das zerstört nur unsere Rüstung. Vermutlich... Du blödes Mistvieh. Vermutlich macht uns das nur so wenig Schaden, weil unsere Rüstung noch relativ gut ist. Ich sollte die besser in Schuss halten. Na, komm her. Komm her. Ich will dich töten. So. So, jetzt kommst du. Ja. Ach, was soll's. Es ist mir sowas von egal. Ich will hier einfach nur raus. Ich verzichte jetzt auch aufs Speichern. Ich will hier einfach nur weg. Jetzt muss ich mal überlegen, wo gehe ich jetzt am besten hin fürs Zeitreisen. Also macht es... Oh, hi. Gut gemacht. Ich werde dem König die Nachricht überbringen. Ich nehme an, dass du uns nun für immer verlässt. Du wirst das Volk einigen und Torros am Schwarzen Ritter rächen? Das würde ich gern sehen. Gut, es ist ein wenig schwer, es zuzugeben, aber du bist der größte Meisterkämpfer, den es je gab. Ich grüße dich, oh Meisterkämpfer. Auch ein Grüß an dich zurück. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wo macht es am meisten Sinn, zurück in der Zeit zu reisen für die Standarten? In der Stadt oder bei Gustus? Ich würde eigentlich am meisten sogar noch zu Gustus tendieren, denn Gustus kann uns da eventuell mehr drüber sagen. Ansonsten wüsste ich erstmal nicht, zu wem wir gehen sollen. Deswegen werde ich das da jetzt machen. Vor allem in der Ära Tascans des Ersten. Ich meine, da hasst Tascan uns auch. Einfach weil wir nicht seine Insignien tragen und nicht seine Farben. Na, da sollte das eine gute Idee sein. Vielleicht können wir auch ihn in dieser Ära schon fragen. Den guten alten senilen Gustus. Mal schauen. Erstmal müssen wir da hinkommen. Vermutlich falle ich dann wieder da zigmal runter. Ah. So, ja, für die Brücke lasse ich die jetzt einfach mal ausgerüstet. Ich riskiere es mal. Hopp. Und hopp. Ja, das funktioniert doch gut. War das da oben eine Fledermaus? Nein, das ist nur ein Rabe. Wunderbar. Ein Raben sind hier vollkommen okay. Solange du keine Fledermaus bist, ist alles in Ordnung. So, Gustus ist da oben. Alles klar. Dann reden wir mal mit ihm. Hallo, Gustus. Na, überrascht mich zu sehen. Was? Du bist nicht fort in deine Epoche? Ich war ganz sicher, dass... Dieses verdammte Gedächtnis. Du suchst die Fahne. Ich habe schon Probleme, mich ans Datum zu erinnern. Stell dir also mein Problem mit der Fahne vor. Du solltest einen Spaziergang durch den Wald machen. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja, ja, und da hätten wir dann die Räuber getroffen und so. Aber da wir die Fahne ja bereits besitzen, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen. Aber ich hoffe trotzdem, dass uns Gustus auch in Ära 1 und 2 weiterhelfen kann. So, ich muss erstmal wieder die Schuhe wegrüsten, damit ich hier die Fässer zerstören kann. Vielleicht ist da ja noch was Schönes drin. Hm, nicht. Na gut. Dann gehen wir wieder in die erste Ära zurück. Das dürfte die der Sonne sein.
Ära 2 ist der Mond, ja. Das macht alles Sinn. Und jetzt macht auch Sinn, warum Ära 4 die Sonnenfinsternis hat, wie hier zu sehen ist. Ja. Na, Augustus? Überrascht mich zu sehen. Ritter, ich habe dich auf dem Drachen reiten gesehen. Es war bezaubernd. Ich habe immer noch nichts bezüglich deines mysteriösen schwarzen Ritters und deines Schwertes gefunden. Entschuldige meine Unfähigkeit. Gut. Nun, glaube ich, kannst du meine Sonnenuhr berühren. Und ich bitte euch, bitte dich, komm zurück. Komm zurück zu mir, wenn du in deiner Epoche bist. Vielleicht, wenn ich dann noch da bin. Und hier auf meinem Landsitz werde ich wahrscheinlich einen Geheimsaal erbaut haben. Ich werde dort Sachen für dich bereitlegen. Na gut, das hat uns jetzt nicht so wirklich geholfen. Das ist ein bisschen doof. Dann gehen wir einfach mal rüber in die Stadt. Vielleicht treffen wir ja unterwegs irgendjemanden, der uns da weiterhelfen kann. Vielleicht müssen wir auch einfach ins Schloss eindringen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Schauen wir mal. Dann war es natürlich ein bisschen sinnlos, dass wir jetzt zum Herrenhaus gereist sind. Aber dank unserer Laufschuhe sollte das ja jetzt nicht so das große zeitliche Problem darstellen. Ich frage mich ja überhaupt, ob wir die Laufschuhe auch dem Schuhmacher zeigen können. Das wäre mal interessant. Aber wahrscheinlich bringt das überhaupt nichts. Naja, ihr Wölfe könnt mich mal in Ruhe lassen. Ich bin einfach nur auf Durchreise, keine Sorge. Es wird schon ein anderes Essen für euch vorbeikommen. Da bin ich mir sehr sicher. Eure Nachfahren leben ja auch noch in den nächsten Ären. Äras. Keine Ahnung. Ich weiß immer noch nicht, was der Plural davon ist. Ich habe noch nicht nachgeschaut. Ach ja, die blöden Räuber in der ersten Epoche, die sind ja noch nicht auf meiner Seite. Naja, das ist ja so eine Schuhmachers, aber der bringt uns sowieso nur blaue Tränke, glaube ich, waren es. Das ist ein bisschen sinnlos. Deswegen gehen wir einfach mal hier herein. Und ich glaube, ich sollte mal wieder speichern. Das habe ich lange schon nicht mehr gemacht. Deswegen gehe ich gleich mal in die Taverne, nachdem ich beim Schmied war. Ja. So. Haben wir irgendwelche Leute, mit denen wir reden können, die uns irgendwas Besonderes sagen können? Nö. Na gut. Dann erstmal hier hin. Ah, ich kann nicht rückwärts gehen mit den Schuhen. Das ist ein bisschen doof. Fürs Militär ist mir nicht. Verbesserung der Rüstung für 25 Plastiks. Ja, sehr schön. Ja. Blablabla. Du musst dich posieren. Ich weiß, dass er gute Arbeit geleistet hat. Ist gut. Ist alles in Ordnung. Speichern wollte ich. Gehen wir doch mal hier rein. Ich frage mich, ob ich mit den Schuhen an speichern kann. Das wäre praktisch. So. Na komm. Hype. Ah, sehr gut, das funktioniert sogar. Wunderbar. Gut, dann müssen wir jetzt wieder durch den Brunnen. Denn eine andere Möglichkeit, ins Schloss zu gelangen, gibt es ja in der ersten Ära nicht, soweit ich mich erinnere. Und unten werden wieder Fledermäuse auf uns warten. Ich glaube, ich hole mir nochmal blaue Bolzen, um diese Fledermäuse zu erledigen. Die kosten ja hier auch nicht sonderlich viel. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich Bolzen bei dem kaufe. Fürs Militär ist ja, 10 Plastiks. Das ist in Ordnung. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele das waren. Wie viele habe ich denn jetzt davon? Ach, 27. Ja, das wird locker ausreichen. So, dann gehen wir einfach mal zum Brunnen. Ich rüste dann hier schon mal die Schuhe weg. Denn die werden uns da unten nur behindern. Und dann kann es hinabgehen in die Tiefe. Hinab zu den widerlichen Fledermäusen. Aber diesmal sind wir auch besser gerüstet. Wir haben eine bessere Rüstung. Wir haben bessere Waffen und Zauber. Und eigentlich können wir uns nichts mehr anhaben. Eigentlich. Wenn es nicht so verdammt viele wären. Aber nun gut. Die sind ja glücklicherweise leicht auszuschalten, weil sie einfach nur an der Decke hängen. Da kann man ganz leicht zielen und schwupp, weg sind sie. Ich sagte schwupp, weg sind sie. Geht doch. Treffe ich dich auch von hier aus? Ah, das war ja klar. Na gut. Aber das müsste eigentlich auch irgendwie von hier aus machbar sein. Jetzt sehe ich sie nicht. Ach, da sind ja sogar noch zwei. Ha, kannst du mal sehen. So, das sollten aber eigentlich
alle gewesen sein. Dann haben wir noch den Aufzug runter. Und dann gucken wir mal, ob wir hier irgendwo diese Standarte finden können. So, auf den Stein hinauf. Eigentlich ist das wirklich eine ziemliche Sicherheitslücke, dass man hier hoch kann. Ich meine, für wen wurde das überhaupt eingebaut? Für irgendwelche Kanalarbeiter, die sich hier um die Kanäle kümmern, dass da keine Ratten ihre Nester bauen und nichts verstopft wird oder so? Äußerst mysteriös. Ich meine, als Fluchtweg ist das ja nicht gedacht aus dem Schloss, denn dann könnte man nicht den anderen Weg wieder reingehen. Dann könnte man nur rausgehen. Hallo? Außerdem kann man den Aufzug ja auch nicht von da oben betätigen, deswegen alles ein bisschen mysteriös. So, dann können wir wieder raus. Das ist bestimmt wieder Wachen, aber das wird angenehm. Denn die Wachen in dieser Ära sind ja sehr leicht zu besiegen. Vor allem, da ich mit der Schwarzen Garde schon gekämpft habe. Weil das könnte tatsächlich daran gelegen haben, dass meine Rüstung einfach so ramponiert war. Nein, es liegt eindeutig an den Wachen. Ich meine, wenn ich die hier mit einem Schlag besiegen kann, dann liegt das wirklich eindeutig an den Wachen. Habe ich die schon immer mit einem Schlag besiegen können? Oder bin ich irgendwie stärker geworden durch die Juwelen? Ja, bla bla bla. Komm du ruhig hier hoch. Ich bin in der Zwischenzeit mal auf der anderen Seite, um den anderen Schalter zu betätigen. Und dann werde ich auch nochmal was nachholen, was ich direkt von Anfang an hätte machen sollen. Nämlich den Typen hier oben auf den Zinnen über dem Tor abzuschießen. Denn das habe ich ja in der Ära des ganzes Ersten gar nicht gemacht. Das habe ich komplett versäumt. Dafür kann ich auch wieder die roten Bolzen nehmen. Oh, das sind Bogenschütze. Der muss erstmal sterben. Na komm. Ja, du machst mir keine Delle in meine frisch reparierte Rüstung. Wo bist du denn? Ha, er hat schon wieder vergessen, dass ich hier bin. So, dann schauen wir doch mal. Treffe ich den von hier aus überhaupt? Sieht ein bisschen schlecht aus. Vielleicht sollte ich näher ran, aber ich will eigentlich nicht näher ran. Ach, was soll's. Ich gehe näher ran. Ach, jetzt bleib da stehen. Bleib bitte länger stehen. Bleib bitte noch ein bisschen stehen da, ja? Auch ein Pfeil. Ja, super. Na gut, aber das bringt nicht wirklich viel. Ein blauer Trank und blaue Pfeile. Das wäre damals vielleicht nützlich gewesen, aber jetzt hätte ich vielleicht keine beim Schmied kaufen brauchen. Aber egal. Wir haben ja das Geld. Ach, wieso mache ich jetzt eigentlich die Zugbrücke wieder hoch? Total sinnlos. Ich war so mit dem Typen oben auf dem Wehrgang beschäftigt. Und ich sehe gerade, die Zeit ist eigentlich fast wieder rum. Beziehungsweise sie ist eigentlich wieder rum. Ich wollte die Folge nicht zu lange machen. Deswegen... Hier ist gar kein Speicherpult. Deswegen suche ich mir jetzt das nächste Speicherpult. So, das habt ihr jetzt davon. Und wahrscheinlich ist hier drin gar keins mehr. Ich muss mir jetzt die Fahne an mich nehmen und dann hier wieder schnell wieder rausrennen. Das wäre doof. Da ist das Loch, wo der Typ drin verschwunden ist. Ach, hier ist doch ein Speicherpunkt. Und da ist die Fahne. Ja, wunderbar. Direkt schön hinter dem Thron versteckt. Da, wo man so eine Fahne auch normalerweise aufhängt, ne? So eine Standarte. Ja. Damit sie jeder sehen kann. Gut, gut. Na gut, dann speichern wir jetzt. Wow, wer schießt denn da auf mich? Das ist aber nicht nett. Moment. Bevor ich speichere, muss ich die noch eben ausschalten, sonst bereue ich das, wenn ich das nächste Mal wieder das Spiel starte. Die sind wahrscheinlich oben auf dem Gang. Einen habe ich auch schon gesehen, aber der war auf der anderen Seite. Da ist doch einer. Ja, ja, komm. Friss meinen Drachen. Sie beschädigen nicht mal meine Rüstung. Wow. Die sind mittlerweile so schwach, die können uns überhaupt nichts anmachen. Der macht ja nicht mal mehr Schaden. Doch, so ein ganz kleines bisschen. Aber eigentlich kann er mich treffen, wie er lustig ist. Das macht mir nichts aus. Ist schon irgendwie gemein. Na gut. Ein grünes Kraut. Gott, brauche ich doch nicht mehr. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit dieser Folge, auch wenn nicht so sonderlich viel passiert ist und wir nur hier blöd rumgerannt sind. Aber das wird wieder spannender, versprochen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.